Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, mit dem Doppelhaushalt 2019-2020 will die Staatsregierung zum Zweck des Machterhaltes im Wahljahr 2019 die sächsischen Geldreserven plündern. Warum sage ich einen solchen Satz? Ich begründe diesen Satz. Negatives Finanzierungssaldo in diesem Doppelhaushalt insgesamt 1,8 Milliarden Euro, meine Damen und Herren. Diese Reserven, auf die aber zugegriffen wird, wurden mühsam in den vergangenen Jahren aufgebaut und werden nach den jetzigen Haushaltsplanungen vermutlich nach 2021 fast aufgebraucht sein. Dann wird Sachsen bei konjunkturellen Schwierigkeiten ohne drastische Sparmaßnahmen nicht mehr auskommen können, da schon jetzt absehbar ist, dass ca. ein Betrag in Höhe von 100 Millionen Euro in einem künftigen Doppelhaushalt eingespart werden muss. Liebe CDU und liebe SPD, wo wollen Sie denn in Anbetracht der heraufziehenden konjunkturellen Risiken zukünftig diese 100 Millionen Euro hernehmen? Warum lassen Sie Sachsen also sehenden Auges ins Verderben rennen und machen jetzt, wo noch Zeit bliebe, nichts dagegen? Schön, dass Sie da sind, Herr Piebert. Jawohl. Sie machen sich also heute keine Gedanken, vielleicht Gedanken um Ihre Wiederwahl und leben, ehrlicherweise gesagt, naiv und sorglos in den Tag hinein. Getreu dem Motto, solange noch Geld da ist, werden wir kräftig Geschenke verteilen, damit Sie auch ja wiedergewählt werden. Dies ist Demokratie so richtig nach dem Geschmack der CDU-Fraktion, etwas überheblich und etwas eigennützig. Offenbar haben Sie den Warnschuss der Wähler im September 2017 immer noch nicht ganz richtig verinnerlicht. Und daher bleibt die Frage, wann machen Sie endlich Politik für und nicht gegen die Bürger? Ich habe Ihnen dafür einige Beispiele dieses Doppelhaushaltsentwurfs mitgebracht. Rund 1 Milliarde Euro sind in Sachsen 2019-2020 für den Bereich Asyl und Integration vorgesehen. Allein für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wollen Sie rund 150 Millionen Euro ausgeben. Eine Prüfung, ob es sich dabei tatsächlich um Minderjährige handelt, wird aber in unserem Freistaat nicht durchgeführt. Im Saarland hingegen hat eine solche Prüfung kürzlich ergeben, dass 50% der sich als minderjährig bezeichnenden Ausländern bezüglich ihrer Altersangaben falsche oder falsch verstandene Altersangaben gemacht haben. Für Sachsen bedeutet das, die geplanten 150 Millionen Euro Ausgaben, davon sind vermutlich 75 Millionen erlogen. Wir werden deshalb die Halbierung der dafür vorgesehenen Haushaltsmittel beantragen. Weiterhin halten wir grundsätzlich auch einen überwiegenden Teil Ihrer geplanten Integrationsausgaben für kürzungswürdig. Nur bei 30% der Asylanten sind Betreuungsmaßen aus Sicht meiner Fraktion überhaupt sinnvoll, jedoch nur so lange, bis sie zurückkehren können zum Wiederaufbau in ihre Heimatländer. Personen ohne Schutzstatus brauchen keine Integration. Diese sind sofort abzuschieben oder zur freiwilligen Rückkehr anzuhalten. Eine schnelle Abschiebung spart bares Geld. Wenn Sie hier Ihre Hausaufgaben endlich machen, sehen wir für 2019, 2020 weiteres Einsparpotenzial
von 76 Millionen Euro. Gestatten Sie die Zwischenfrage, Herr Rath? Herr Michel, bitte. Herr Kollege, Sie haben uns jetzt vorgerechnet, dass die Kosten für die UMAs sozusagen halbiert werden können, weil ja die Hälfte keine unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge sind. Damit wollen Sie die Kosten halbieren und sparen 75 Millionen Euro ein. So haben Sie es vorgerechnet. Stimmt denn die Rechnung noch, wenn Sie 75 Millionen Euro einsparen, weil die Personen und die Menschen sind ja trotzdem da? Die Frage ist, stimmt das? Das sind die Zusatzkosten, die allein für die besondere Betreuung als Minderjährige auftreten. Natürlich sind die Menschen dann gleichwohl in einem normalen Verwaltungsverfahren, Asylverfahren, immer noch da. So, weiteres Beispiel. Im Bereich des Staatsministeriums für Gleichstellung und Integration sind unter anderem 13 Millionen Euro für fragwürdige Demokratieprojekte geplant. Wir lehnen es ab, damit weiterhin linksradikal wirkende Strukturen zu fördern. Dies ist demokratieschädlich und reine Steuerverschwendung. Angesichts dieses fragwürdigen Umgangs mit hart erarbeiteten Steuergeldern der Bürger verwundert mich es auch nicht, dass die geschätzte Staatsministerin für Gleichstellung und Integration, Frau Köpping, die Zweitplatzierte beim Negativpreis Schleudersachsen 2018 geworden ist. Gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? Ich würde den Gedanken gern ausführen. Dann geben Sie mir bitte ein Zeichen. Ich gebe Ihnen ein Zeichen. Wofür dieser zweite Platz? Frau Köpping hat 2017 satte 425.000 Euro für Öffentlichkeitsarbeit ausgegeben, statt der geplanten oder veranschlagten 200.000 Euro. Sie hat davon unter anderem eine Serie von ganzzeitigen Werbeanzeigen für ihre Sprechstunden bezahlt. Ja, und ich hoffe, liebe Frau Köpping, dass bei diesen Kosten nun auch täglich hunderte Bürger Sie in ihren Sprechstunden begrüßen können. So, Herr Lippmann, bitte. Die Zwischenfrage. Herr Lippmann. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Barth, Sie waren jetzt schon etwas weiter. Ich komme noch mal zurück auf Ihren Vorwurf zum Thema Demokratieprojekte. Können Sie dem Hohen Hause hier im Plenum bitte konkret unter Benennung von Summen und Projekten darstellen, welche linksradikalen Projekte nun genau aus den Töpfen der Förderung für Demokratie im Freistaat Sachsen wann finanziert wurden? Lieber Herr Lippmann, haben Sie mir zugehört? Ja. Ich habe gesagt, linksradikal wirkende Strukturen. Wortwörtlich. Und ich werde dann hochgehen und Ihnen dazu eine Übersicht heute noch überreichen. Ich habe es hier in meinem Redebeitrag und in meinem Manuskript schriftlich nicht dabei. Ich werde Ihnen dann genügend Beispiele nennen. So. Machen wir weiter. Der Herr Finanzminister will im neuen Haushaltsentwurf flexible Geldreservemittel in Höhe von ca. 200 Millionen Euro haben. Diese Mittel sollen ohne Zustimmung des Landtages als Blankoscheck durch den Finanzminister verteilt werden können. Damit soll der Landtag wieder über einen Teil seines Budgetrechts aus der Hand geben. Und Herr Michel, wenn Sie das Geld beim Abschluss der Haushaltsklausur brauchen, da ist es kein Problem, mal 10 Millionen hier, 10 Millionen da, 10 Millionen dort wegzustreichen und da haben wir am Ende eine ungerade Zahl. Das ist also die Sparbüchse des Finanzministers zur gefälligen Verwendung, wenn es gebraucht wird. Das ist kein vernünftiger und transparenter Haushaltsansatz. Das hat auch wieder unsere Haushaltsklausur hier gezeigt, als Sie sozusagen Ihre Mehranträge gegendecken wollten. Und der Herr Ministerpräsident sprach vor uns über Transparenz, über die Bürger mitnehmen und was die CDU so alles neu und besser macht. Lieber Herr Michel, wissen Sie, was mich am meisten ärgert? Das sind die überschüssigen Gelder,
die erst gar nicht in diesem Haushaltsplan erscheinen. Ich denke da beispielhaft an 1 Milliarde Euro aus dem Garantiefonds, also aus der Sparbüchse zur Begleichung der Spätfolgen des Sächsischen Landesbank-Debakels. Was sagt da unser jetzt gerade abwesender Finanzminister? Haushaltsvollzug 2018. Und dann rechnet er uns das in 3 Schritten vor, was mit dem Geld im Prinzip geschieht. Davon werden also 800 Millionen Euro noch in diesem Jahr in andere Sparbüchsen des Freistaates verschoben. Und wir als Sächsischer Landtag sind an diesem Vorgang nicht beteiligt. Über diese hohe Summe, das sage ich ehrlich, hätten wir eigentlich hier im Sächsischen Landtag unter Einbeziehung der Öffentlichkeit debattieren und womöglich auch entscheiden müssen. Aber meine Damen und Herren, dieser Weg war Ihnen offensichtlich zu unbequem, vielleicht auch zu konfliktreich. Ich weiß es nicht. Sehr geehrte Damen und Herren, ich fasse noch einmal kurz zusammen. Wir brauchen keine Förderung der Asylindustrie, wir brauchen keine Steuergeldverschwendung und wir brauchen keinen Finanzminister, der Geld am Landtag vorbeischmuggelt, ohne den Landtag zu beteiligen. Was wir brauchen, ist endlich eine Politik im Interesse derer, die schon länger hier leben, eine Politik für die sächsischen Bürger unter dem Motto Sachsen zuerst. Dafür wird die AfD weiterkämpfen. Recht herzlichen Dank.